So, servus Leute. Bin ich wieder zurück. Der Typ da, der will uns immer noch so ein bisschen verarschen. Weil er es als wichtiger empfindet, da den Weg zu bauen, statt mal den Woodcutter, der dringend nötig ist und auf dem wir schon 20.000 Mal Priorität gesetzt haben. Aber gut, dann werden sie halt alle erfrieren. Jetzt, hoppala. Kann ich nicht näher ran. Das finde ich schade. Wie ging das noch gleich? Ah. Ich würde trotzdem gerne noch näher ran. Naja. Wie sieht das da aus von der Perspektive? Hier. Was? Nix. Was? Nee. Ist was? So. Von 104. Schlimm ist, da unten ist auch noch ein Weg zu bauen. Das wird er dann wahrscheinlich auch vorziehen. Wie ich das Gefühl habe. Ist immer noch kalt da. Ja, genau, bau den Weg weiter. Wir können da nochmal ein zusätzliches Haus hinbauen. Für irgendwann mal. Wenn unsere Bürger bis dahin noch nicht ausgestorben sind, versteht sich. Also erfroren. Verhungert. Das Feld da oben hat ja noch Zeit.
Aber das Ding ist ja voll, ne? Da brauchen wir doch eigentlich gar keinen Händler. Oder? Nun ja. Nö. Von 104 Utensilien sind bereits entfernt. Da fehlen ja nur noch 24. Mal schauen, wie viele Folgen das noch dauert. Ach, jetzt ist eine Frau. Ach, wir haben einen Laborer. Den machen wir dann erstmal zum Bilde. Dann ist der Weg vielleicht etwas schneller fertig. Und das Ding hier auch. Vielleicht. Wo sind sie denn? Die Bauarbeiter. Ah, ich höre sie schon.
ist nicht wahr. Ach so, klar. Ja, ich dachte schon. Ich dachte schon, der arbeitet da beim Woodcutter. Ja, das Ding geht wenigstens einigermaßen schnell zu bauen hier. Die Hälfte haben wir ja schon etwa hier. Mal schauen, da oben haben wir noch ein Haus. Vielleicht machen sie ja damit weiter. Du willst mich doch verarschen. Ach so, ja, keine mehr da. Ach so, da oben gibt's auch noch einen Weg. Ja gut, wusste ich nicht. So. Einfach mal beobachten. Weg ist dann gleich fertig. Doch ob die Dame jetzt zum Woodcutter läuft und da weiterbaut, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.